Ich bin Angelina Di Bortoli, bin 18 Jahre alt, wohne in Altach und arbeite bei der Offset-Druckerei Schwarzer. Ich bin Drucktechnikerin, die Lehre geht 3,5 Jahre und ich habe einmal in der Woche eine Berufsschule in Bregenz. Also ich arbeite hauptsächlich an der Maschine und tue Probleme lösen und meine Utensilien, mit denen ich arbeite, sind der Fadenzähler und der Pantonefächer. Also wie ihr seht, machen wir viele Verpackungen von Lebensmitteln bis zur Kosmetik. Also zuerst wird die Verpackung auf der Druckbogen gedruckt, dann wird es ausgestanzt, zusammengeklebt und zusammengefaltet und durch das entsteht am Ende das Endprodukt. Was ich am liebsten tun, ist mit der Farbe hantieren, so lange, bis das Produkt so ausschaut, wie die Vorlage ausschaut und die Probleme lösen, die dabei aufkommen. Also wenn du da drin eine Zahl siehst, dann hast du mal die erste Voraussetzung für den Beruf schon gut erfüllt, nämlich du bist nicht farbenblind. Zusätzlich solltest du noch ein gutes technisches Verständnis mitbringen und ein kleines Interesse für die Maschine.